Ahoi Leute, willkommen zurück. Wir starten da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Mit unserem guten Gewinn. Ja, wir haben davon wirklich alle verkauft. Naja, außer ein. Schade eigentlich. Aber es hat sich auch immer gelohnt. So. Ach ja, stimmt, wir sollten ja jetzt in die Basis. Uff, das sollte genug sein. Du bist hier, Dave. Sicher, dass da etwas in dieser Dunkelheit ist? Zieh einfach diese Infiltrationsausrüstung an, damit bleibst du unbemerkt. Okay. Ich komme mir vor wie ein Geheimagent. Gekleidet für den Erfolg. Du siehst aus, als könntest du damit selbst nach Dark Moses. Also ab ins Wasser. Du wirst unter Wasser umherziehende Drohnen sehen. Voll ihnen unbemerkt. Ich wette, sie werden dich zur Blue Sea Basis führen. Oh, richtig. Lass deine Waffen hier. Was? Du willst, dass ich die Basis unbewaffnet infiltriere? Sea Blue verfügt über ein strenges Sicherheitssystem. Mit Überwachungsdrohnen und Sensoren. Wenn eine Drohne eine Waffe entdeckt, alarmiert sie sofort die Basis. Das soll sowieso eine verdeckte Operation sein. Heimlich reingehen und mit einem mechanischen Teil zurückkommen. Ganz einfach, oder? Was mache ich hier eigentlich? So ohne Schlaf und nichts. Okay. Ah gut, das heißt, wir haben jetzt auch keine Tiere, die uns nerven. Aber wahrscheinlich werden uns die Drohnen sehr hart am Arsch gehen. Ah, guck mal, haben wir schon eine. Das muss eine von Ziblus Drohnen sein. Ich sollte sie mit Abstand verfolgen. Ernsthaft? Doch noch Fische? Okay. Die sind zwar da, die Fische, aber die greifen uns hier an. Das ist schon mal gut. Aber wir können halt nichts machen, ne? Alles klar, hab nichts gesagt. Greifen uns doch an. Aha, ich wusste es doch. Ein versteckter Eingang. Ich sollte mich beeilen, bevor die Tür zugeht. Yeah. Ist das nicht zu groß, um eine versteckte Basis zu sein? Wofür sind diese Einrichtungen gedacht? Wieso hat der eine Waffe? Falscher Moment, was ist das denn? Maschinen, die Delfinfleisch verarbeiten? Ich bin verwirrt. Sind Zibu nicht Umweltschützer? Wofür in aller Welt sind die da? Zuerst muss ich einige mechanische Teile finden. Boah, die armen Delfine. Hol dir besondere Anzugsteile aus der obersten Etage. Lass dich nicht von Soldaten oder Kameras erwischen. Mehr Tipps hatten die jetzt nicht, ja? Wir warten jetzt mal schön, bis der hier kommt. Hallo? Ja, guck mich doch. Das war's so.
Ah, zu spät gesehen. Ah, wenigstens. Okay, das ist gut. Ah, okay. Das ist ein Schärf, oder? Okay. Bestimmt ein Kühlschrank rein. Kamera? Gemein. Scheiße. Okay. Hä? Wie mies ist das denn? Die Kamera sieht noch. Komm, die muss weg. Komm, selber. Das sieht wie ein Büro aus. Es scheint, als ob es hier einige mechanische Teile gibt. Mann, ich vermisse mein warmes, sauberes Bett zu Hause. Ein Plakat mit der Aufschrift Keep Sea Blue. Ich kann einfach nicht glauben, was sie hier unten in unserem Rücken, hinter unserem Rücken getan haben. Das ist eine Zeichnung des Forschungsprojekts von Sea Blue. Moment, bin ich das auf dem Bild? Oh, Banjo, der da. Wir natürlich ganz oben, klar. Das Kernstück des Hightech-Anzugs von Sea Blue sieht verdammt kompliziert aus. Gut, da ist es. So, das nehme ich mit. Jetzt werden wir bestimmt von. Ja. Jo, wie soll man gern? Bam! Ihr kriegt mich nie! Oh, Dave, du bist einen Schritt zurück. Jo. Nun,
Ich spüre einen Mangel an Vertrauen in deiner Stimme, was meine Überlegungsfähigkeiten angeht. Ach komm schon, sieh dir das Ding an, ein mechanisches Teil von Sea Blue, in tadellosem Zustand. Warum hast du mich nicht von den bewaffneten Piraten gewarnt? Ich könnte wetten, dass er bestimmt noch irgend so ein Geheimagent. CIA oder so. Um ehrlich zu sein, wusste ich nichts von ihnen. Wie auch immer. Ich habe in der Sea Blue viele Geräte gefunden, die zur Verarbeitung und zum Einfrieren von Fisch verwendet werden. Und ich glaube, sie haben auch ein paar Delfine gefangen. Ist Sea Blue nicht die eine Gruppe von Umweltschützern? Was ist das für eine Heuchelei? Zu wissen, dass sie enttarnt wurden, könnte sie noch gefährlicher machen. Sei vorsichtig. Wie auch immer, ruh dich aus, es ist spät. Es wird spät. Ich rede morgen mit Dr. Bacon. Ja, da werden wir noch echt Ärger kriegen. Ich bin gestern spät heimgekommen und konnte nicht gut schlafen. Na, gut gemacht. Berichten wir Dr. Bacon. Hey Dave. Ich habe gehört, dass du ein funktionierendes mechanisches Teil ergattert hast. Ja, mühsam. Hier, nimm es. Sehr gut, das ist es. Großartige Arbeit, Dave. Okay, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ich gehe ins Labor und konstruiere einen Winteranzug. Aber, dass der Gletscherbereich so instabil ist, beunruhigt mich. Ich empfehle, dass du auch eine gute Waffe besorgst. Nicht nur einen guten Anzug. Ah, es gab ein neues Material, das im Labor entwickelt wurde. Das Tauchermesser kann aufgewertet werden. Ja, endlich. Übrig kannst du es über iDiver aufwerten. Das Aufwerten des Tauchermessers erhöht nicht nur seine Angriffskraft, du kannst dann auch Mineralien da abbauen, die vorher nur mit einer Spitzhacke abgebaut werden konnten. Ja. Oh, da muss ich die Spitzhacke nicht mehr suchen. Gib mir einen Tag, um ihn einfach herzustellen. Wir sehen uns morgen. Tschüss, Dr. Schinken. Ein Winteranzug. Ich frage mich, wie der aussieht. Wie der aussehen wird. Wie Dr. Bacon sagte, ein Anzug wird nicht als Schutz reichen. Glaubst du nicht, du brauchst auch eine Waffe? Doch. Ich gehe da fragen. Dive Knife. Du kannst jetzt Tauchermesser in iDiver versammeln. Ein verbessertes Messer erhöht den Basisschaden und ermöglicht es dir, hochklassige Materialien zu sammeln. Warte, kann ich einen Moment mit dir reden? Oh, du bist der Journalist von neulich. Wie kann ich dir helfen? Dann dir hat mir mein Chef ein neues Projekt anvertraut. Ich bin sicher, da steht eine Beförderung an. Aber egal. Aber sag mir, mein Herr, hast du im riesigen blauen Loch diesen extrem neuartigen Fisch gesehen? Es gibt viele Fische aus verschiedenen Gegenden hier. Welchen meinst du mit neu? Ich meine besonders merkwürdige Fische, solche, die noch nie entdeckt hat. Die noch nie jemand entdeckt hat. Unser Magazin hat eine Geheimwaffe. Der Fischradar. Und er sagt uns, dass dieses blaue Loch eine Fundgrube voller unentdeckter Arten ist. Wir, Fisch der Woche, planen für die nächsten Monate eine Sonderserie, um diese wundervollen neuen Fische vorzustellen. Wir nennen es Projekt Fangt sie alle. Hat ziemlich viele Anspielungen auf Pokémon, ja? Wir können die Fische unter der Woche erforschen. Und wenn du an den Wochenenden Exemplare für uns fangen könntest, werden sie im Spezial vorgestellt, dass wir jeden Montag unter Fischewoche veröffentlichen. Ja, Montag. Ich? Sie fangen? Ja, du bist ja so ziemlich der einzige Taucher in der Gegend hier, oder? Ich verstehe deine Logik nicht ganz. Auf jeden Fall, da wir die Ausgabe bis Montag fertig haben müssen, musst du die Fische bis spätestens Sonntagabend fangen. Aber das ist ja schon morgen. Das ist zu blöd. Na dann kommen wir zur Sache. Der Fisch, den wir diese Woche mit unseren entdeckt haben, ist der Bullenkopf war geil für ein Bullenkopf war geil Fisch. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Der Standort ist in der Nähe des Bootswrack. Das ist, was ich erkenne. Oh, und ich gebe dir diesen Fischtracker. Wenn ein Fischmoon in der Nähe ist, den du fangen kannst, vibriert er und spielt einen Ton ab. Wundere dich nicht, rate mal, wer dieses Gerät alles kann.
Es ermöglicht dir alle Informationen über Fische zu sehen, sogar während du im Wasser tauchst. Du kannst deine Fische der besten Klasse sehen, wie viele Fische du in deinem Restaurant und in deiner Fischfarm hast und vieles mehr. Stimmt das? Wie ist das möglich, wenn ich mein Gerät noch nicht verknüpft habe? Oh, du hast gar keine Ahnung, ne? Naja. Dann viel Glück, bis Sonntag dann oder morgen Abend, um genau zu sein. Tschüss. Das kommt so plötzlich. Arbeite für mein Magazin? Das wird mein, ich habe das Bootswrack im Vorbeigehen gesehen. Im riesigen blauen Loch erscheinen manchmal seltsame Kreaturen. Sie werden Fischmuhn genannt und sind alles andere als leicht zu fangen. Erhalte Informationen von Journalisten Udo, der samstags vorbeikommt. Ab sofort kannst du den Fischsprecher unter Wasser mit... Okay, dann enter. Nutzen dieses Gerät, um die Anzahl der Zutaten aus dem Fischfarm und den Sushi-Restaurant zu zählen. Und überprüfe die Klasse der gefangenen Fische, während sie noch im Wasser sind. Okay. Ja. Unkraut, okay. Wow, 60 runter. Ah, schön. Weiß können wir auch sehen. Ah, ne. Das ist ja das Weiß, okay. Ach so. Schon die ganze Zeit. Rosepink, ich dachte, es wäre ein riesiges Hummergericht. Es ist nur ein Bein. CCJ13. Erlebe diesen wilden, knalligen Geschmack zum ersten Mal. Yui Loof. Vincent ist immer noch. Und nachdem die Dreharbeiten beendet sind, es muss ihm wirklich gefallen haben. Lala. Die kommen jetzt. Achso, haben wir schon gehabt. Aber bald. So, was haben wir denn jetzt hier schon wieder? So, hab ich schon Hunger, ne? Ja. Okay, einer ist einer. Nein. So, wir haben jetzt bis hier. Okay. So. Tauchanzug. Okay. Da. Ui. Wir könnten da auf 155 gehen. Oh, Harpoon ist schon Max Level. Shit, das auch. Reizt mich schon. Toll, haben wir schon auf Max Level jetzt. Gut. Habitat 40 Meter. Trägt einen harten Knochenhelm, der alle Frontalangriffe abwehrt. So. Na gut, dann... Was haben wir hier? Okay, alles gut. Netz, gut. Ja, so. Puh. Und runter. Halt!
vergesse ich jedes Mal. Die Dinger machen wir und dann gehen wir runter. Ja, wir sammeln nur ein Ei. Okay, die sind auch wieder fertig. Teuer war nochmal. Ah, 250. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser wird. Sobald du Fischeier besitzt, kannst du sie in einer Farbe. Bla bla bla. Okay. Nice. Nee, nee, nee. Wollte noch eine Frage. Hi! So. Den haben wir ja auch alle abgearbeitet. Gut, 44. Was haben wir hier? Wieder ein paar Tigerhaie, das ist schön. Sieht aus mit den Tiger ein, ne? So, zwei, zack. Hammer-Eier haben wir auch schon ein paar erlegt. Schade, dass da jetzt hier keine neuen hinzukamen. Okay. Kranhai! Yeah, davon haben wir jetzt zwei. Finde ich sehr schön. Ja. Komm, die können doch mal weg. Und den haben wir beim Dunkeln. Okay. Lassen wir mal noch. Hol den. Gib mir mal Arsch vorbei hier. Okay. Dann haben wir 30%. Können wir hier auch mal wieder erweitern. Haben wir die schon? Ah ne, vielleicht erweitern. Okay, na gut, 5 Minuten, da brauchen wir jetzt auch nicht nochmal runter. Also jetzt für heute, dann würde ich sagen, war es für heute erstmal wieder. Morgen geht's runter. Ja, danke, danke. Ja, ja. Okay, ja, mein Samen ist wieder aufgewertet, danke, danke, danke. Und dazu kommen wir morgen weiter. Schaltet morgen ein, dann sehen wir mal, wie unser Samen denn aussieht. Bis dahin. Ciao, ciao.